Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. Ja, wir haben jetzt eine neue Scharfschützin erhalten, Annette Durand, in einer Ratsmission. Aber wir scannen das mal ein bisschen weiter. Abgeschlossen. So, wir müssen ganz kurz zurück. Unsere Grabung ist abgeschlossen. Einrichtung bauen. Ja, ausheben kann ich. Ausheben, Einrichtung bauen. Und zwar wollte ich das Ziel gucken. So, das hier zum Beispiel können wir bauen. Kostet 4 Energie, 175, 10 Legierung, ein Hyperwellenleuchtfeuer. Das ist auf jeden Fall dafür da, um geschichtlich voranzukommen. Aber das brauche ich noch nicht. Weil, nun ja, wir können immer noch kein Satellitenkontrollzentrum bauen. Wie viele Ingenieure haben wir? Es fehlen immer noch 7. Könnten wir dann... Wir könnten rein theoretisch, ja gut. Ja. Wir machen die Ratsmission hier, die Exolt-Mission, Spion ist bereit, abholt und losschicken. Dann starten wir einen Einsatz. Ruby. Hervorragend, wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Genau. Ruby, Julie, Gunchi, Wödern, Bestnoop und Bladig. Puh, machen wir das so? Ja, eigentlich. Wir brauchen kein Zertain. Also, wenn wir mal Julie rausschmeißen, nicht, dass sie uns hier wegstirbt mal. Nehmen dafür mit... Wo ist es denn? Nehm dafür Else mit. Und auf geht's. So, jetzt werden wir ein bisschen Tequila trinken gehen. In Mexiko. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Ja, und die Mission ist ja einfach. Wir gehen nach Mexiko, um dort eine Exalt-Zelle auszuheben. Strike One muss unseren Agenten helfen, die Daten im Einsatzgebiet zu sichern. Klicke ich mal weg. Also, ist ja eine Exalt-Mission. Wir müssen halt gucken, dass wir unsere Leute gut positionieren. Unser Agent war im Begriff, die beschafften Daten zu übertragen, als Exalt-Truppen in sein Einsatzgebiet vorgedrungen sind. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch die Position unseres Senders, aber wenn Exalt ihn hackt, können sie auch den Sender lokalisieren. Und wenn sie auch den hacken, kommen wir niemals an die Daten ran. Ziel wurde aktualisiert. So. Also. Wir gehen erst mal vor und stellen uns hier hin, mit Wödern. Er sieht noch nichts. Also gehen wir vor. Hey, mit Else Neumann gehen wir natürlich auch vor. Dahin. Ich mache mich auf den Weg. So. Nein. Ruby da voll vor. Und zwar dahin. Kann sie irgendwas machen? Nee. Nicht wirklich. Aber sie schließt erstmal so ein bisschen zum Team auf. Ich gebe Gas. So. Dann drehen wir nochmal. Gotchi stellen wir hier ganz hinten hin. Ganz vorne hin, nicht ganz hinten. Und du gehst einfach mal auf Feldposten. Genau wie du. Ach, Bladig. Moin. Bist ja auch noch da. Hätte ich fast übersehen. Den kleinen, dicken Troll. Ja, ist auch gut. Also Ziel ist es, dahin zu kommen und das machen wir auch. Müssen wir auch hier hin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Na egal. Gehen wir erstmal hier hin. Nichts zu sehen. Machen die gerade Mittagspause. Da
daher. Gut, Ruby. Ah, nicht so weit vorschicken. Ja, krass. Geh mal vor den Lüfter. Oder was es da stellen soll. Kiriko. Da oben hin. Ach, Kiriko ist ja gar nicht normal. Ja, mein Fail. Na? Du sollst da oben drauf. Was ist das für ein Mist? Packen wir es an. Das solltest du eigentlich nicht hin. Na, geht doch. Gazu. Naja, gut. So, und Else Neumann. Befehl zum Vorrücken bestätigt. Noch ist nichts zu sehen. Nö. Nein. Kannst nicht mal Kopf. Achso. Ich dachte, was ist hier los? Ja, geht da ein. Da oben sind sie doch. Ah. Da ist irgendwas. Ne, machen wir es mal so. Hier an die Ecke. Okay. Bring sie zur Strecke. Alles klar. Dahin. So. Auch hier dahin. Reden wir mit Wöder natürlich. Ja, Gonshi geht dahin. So, und Bestnot. Einfach nur auf Feldposten. Genauso wie Else. Blättig. Und Ruby. Dahin. Was passiert? Verflucht, Ziel verfehlt. Na, noch einmal. Ich weiß nicht, worauf du geschossen hast, aber du hast nicht getroffen. Commander, eine Exalt-Einheit versucht, den Codierer zu hacken. Wenn wir das nicht verhindern, werden sie die Position des Senders ermitteln. Wir empfangen etliche Signale, die sich auf Strike One zu bewegen, Commander. Mehrere Feinde im Anmarsch. Okay. Jetzt zerschreddern die einfach da vorne. Obwohl das dumm ist. Doch gar nicht dumm. Dahin. Dahin. Hat nämlich den riesen Vorteil, dass wir jetzt mit Gonshi den ersten versuchen, platt zu machen. Tschüss. Ist keine Bedrohung mehr. Und Bestnob steht da ganz hinten. So. Raketenstart. Und zwar dahin. Nein. Da auch nicht.
Dahin, genau. Gut, da haben wir nicht hingeschossen. Ruby, 95%, das ist tot. Das Ziel. So viel dazu. So, 70%. Du musst wirklich. Nein! Mission gescheitert. Daneben. Also ich kann nochmal. Ah, gut. Uiuiui. Ui, ui. Meine Munition ist gleich Einheit eliminiert. Die Chance von. Ne, gehe ich näher ran. Stopp, nein, ich darf nicht näher ran. Da ist noch ein Feind. Schnellfeuer. Yes! Keine Bedrohung mehr. So, Gonshi. Best Noob natürlich. Entschuldigung. Ich will hier keinen. Roskas, Rusham. Einen falschen Namen geben. Einer. So, was machst du? Ja, ist okay. Systeme weisen akzeptable Werte auf. 5 Treffer bekommen. Wie kann er laufen und noch immer so alles schießen? So, Best Noob. Nummer 1. Versuch das nochmal. So. Kann ich schießen? Bin wieder online. Okay. Gonshi daneben. Observiert. So lob ich mir das. So. Geh da rein. Kriegst du jetzt einen Feldposten ab, aber hast ja Reflexe. Okay. Machen wir das so. Na gut. Wird Bladdick ihn von hier aus sehen? Er sieht ihn von dort aus. Dann schafft das Bladdick von dort auch aus. Ah, noch Ruby. Geh mal dahin. 95%. Tschüss. Achtung, Commander. Exode bringt sich in der Nähe von Strike One in Stellung. Na, zweimal. Dreimal. Ja, es war auf Best Noob gehen. Mal gucken, was er macht. Wie ein Treffer. Triffst du? Wie weggefletzt ist. Bedrohung ausgeschaltet. So, Feldposten. Reload. 75%. Ja, das sollte Ruby aber schaffen. Auf sie ist halt verlassen.
Was muss ich jetzt hier drin machen? Knopf drücken kann ich nicht. Oder muss ich vielleicht an diese Automaten stellen? Ich habe keine Ahnung. Feldposten. Gucken wir mal. Na, genau, auch Feldposten. So, triffst du? Ja. Sehr gut. Man lobt sich nicht selbst. Muss ich drei Runden? Nee. Oder muss ich diese Dinger hier... Ich habe keine Ahnung. Ah, diese blöde Maus. Ich kann hier auch nichts drücken. Aber das fällt... Ich geh mal dahin. Exalt hat in der Umgebung mehrere Funkrelaisstationen errichtet. Wenn unser Agent dicht genug herankommt und die Verschlüsselungscodes, die wir aus den feindlichen Daten gewonnen haben, einsetzt, kann er vorübergehend Exalts Kommunikation lahmlegen. Wir müssen da dran. Rücke aus! Das dürfte sie zurückwerfen. Exalts Leute werden einige Zeit zu tun haben, um ihren Funkverkehr wieder in Gang zu bringen. So, dann stellst du dich aber den Rücken hier dran. Und reloadest. So. Feldposten. Reload. Feldposten. Hier auch. Das ist das letzte Aufgebot des Gegners, Commander. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Einmal. Mhm. Okay. Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. So. Wödern, räumt den weg. Nicht. Nochmal. Geht doch. 95%. Gut, der ist auch weg. Und tschüss. Ciao. Triffst du den? Gut. So, hat noch ein bisschen live. Ah, kann nochmal schießen. Ja, dann ist er weg. So. Ja, hier müssen wir reloaden. So. Geh mal rein. Kommst du weiter? Nee. Oh, auf Feldposten kommst du. Oh. Moin! Okay. Nee, das können wir nicht bringen. Geh mal da hin. Das reicht nicht. Deswegen machen wir Doppelschuss. Einmal. Kritisch. Wir sehen uns in der Hölle. Passt. Ja. Was war das für ein Geräusch? Blendig trifft. Bitte. Geht auf Feldposten? Nein. Wödern macht das schon. Okay. Ja. Genau. Das wäre Vergeudung.
Schuss ging nicht ins Ziel. Junge. Mädel. Ja, noch zu Athletic. Wir haben es geschafft, Commander. Exalt ist geschlagen und der Sender ist sicher. Gute Arbeit. Oh, man muss gar nicht die Dinger bekommen. Ich dachte. Na gut. Sauber, dann haben wir auch Mexiko ausgeschlossen, nehme ich mal an. So, Wödern wurde wieder befördert. Und er kann sich jetzt aussuchen. Grenadier, möglichen Transport von... ja, brauchen wir eigentlich überlegen. Er kann zweimal jetzt Sturm und Schuss, Raketenstart machen. Else fällt 4 Tage aus, muss repariert werden. Und Kojima wird befördert. Konditionierung bietet zusätzlich Gesundheit, abhängig von der angelegten Rüstung. Je schwerer die Rüstung, desto größer der Bonus. Das ist doch schon mal gut. Die Entschlüsselung der erbeuteten Daten hat uns neue Informationen über den Standort des Exalt-Stützpunktes geliefert. Der Exalt-Stützpunkt liegt nicht in Indien. Ja, ein paar Fragmente bekommen, 6 Exalt-Informationen und ein paar Waffen von denen. Meine ersten Untersuchungen des Entführungsopfers Annette erbrachten keine Hinweise darauf, warum die Aliens ein so fortgesetztes Interesse an ihr zeigen. Okay. Doch eingehendere, strukturelle Scans ihres Gehirns deuten darauf hin, dass sie unter einem schweren Trauma leidet. Mir ist mittlerweile klar, dass sie über latente psionische Kräfte verfügt, die ganz anders als jene sind, mit denen wir es im Einsatz zu tun hatten. Ich hoffe sehr, dass ihre Erinnerung an das, was passiert ist, nach und nach zurückkehrt. Eigentlich ausgehoben haben wir auch. Machen wir das noch hier. Ja. Gut. Dann scannen wir nochmal. Extreme ist wieder gesund. Nigeria möchte gerne 2 Scopes haben. Dafür würden wir 57 bekommen. So, gucken wir mal. Die Technikabteilung bauen. Wie teuer würde ein Scope sein? Ja, klar. Zack. Lagezentrum. Offene Aufträge. Haben jetzt 22 dafür ausgegeben und bekommen 57. Ja. Die nigerianische Regierung ist zuversichtlich, dass die Zielmodule der Bereitschaft ihrer Truppe verbessern werden. Ja, gut. So. Und verdeckte Operation. Wir machen mal einen Scan für 100. Also, er wird auch immer teurer. Aufklärungsscan abgeschlossen. Position der Exaltzelle bestätigt. Brasilien, verdeckte Operation. So. Diesmal nehmen wir wieder Kojima. Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exor-Zelle zu sprengen in Brasilien. Und ja, mit ihr tanzen wir Samba durch Brasilien in einem kleinen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von XCOM. Haut rein, Leute!